Hey, ganz schön, willkommen zurück. Oder was heißt, willkommen zurück? Willkommen zu einer Erstausgabe hier. Ich lasse mal von ungespielt mal was zeigen. Wir spielen Minecraft Dragon Escape. Arcade. Genau. Runner, irgendwas. Genau. Und das Coole ist, man kann hier über diese Lobby-Menü-Uhr tatsächlich einfach so auf Server gehen. Auf welchen gehen wir denn? Wir gehen auf den 14er. Server 14. Server 14, alles klar. Und dann drückst du Party. Slash Party ungespielt. Wie heißt du im Spiel mit einer 4? Slash Party ungespielt. Nee. Ach, Zara. Okay. Das Problem ist, jetzt wärst du Partyleiter und weil ich okay. Das. Passt auch, ist okay, ist schon. Würde auch passen. Party Zara. Bin verwirrt. Na, oh, ich bin zu blöd, deinen Namen zu schreiben. Party Zara. So, okay. Ja, ich wusste, den Namen kann ich auch. Aber habe ich gerade vercheckt. So. Wo bist du? Ich stehe. Da bist du, hallo. Genau in der Mitte. Hi. Wenn du in der Mitte bist, dann sieht man dich nicht. Dann komm mal mit ein bisschen hier raus. Oder, hallo. Hey. Jetzt hast du, also hier die ganzen Leute, da kannst du in so Spiele reingehen, Survival Games, so Bridges und so, das alles verschiedene Spiele. Und okay. Dragon Escape, was wir heute spielen, ist das hier. Alles klar. Und dann, also hier du rein? Bist jetzt der Partyleiter, wenn du mit dem Typ, also sprich mit dem. Ich spreche mit dem. Und dann gehst du auf den Server, der frei ist. Ja, und Spaß, wie sprichst du mit dem? Du hast gerade gemacht. Nee. Ich hab keine Ahnung. Wie laber ich mit dem? Also rechtsklick auf den drauf. Ah, jetzt. Okay. Und dann nimmst du einen Server von... Nee, die grünen sind, also oberen, die sind in der Lobby quasi, in der Wartezeit. Ach so. Dann wenn du da drauf drückst, genau, jetzt sind wir beide, ja, sind wir beide da. In 58 Sekunden geht's Spiel los, da hinten sieht man das. Und ja, und gleich, also dann geht's gleich los. Ah, cool. So, ich starte meine Aufnahme jetzt auch mal. Moment. Okay, da war ich erstmal hier zwischen. Was machen wir? Das Ziel des Spiels ist einfach, du rennst quasi einfach von einem Drachen weg und musst dabei so einen Jump-Run-Parcours machen. Okay. Ja? Und wenn du halt zu lange brauchst, dann frisst der Drache dich. Okay? Okay. Ich bin gespannt. Wir können ja mehr Runden spielen. Sobald man einmal hier in einem Spiel ist, dann wird man immer wieder neue Runden automatisch gesetzt. Man muss das nicht mit nochmal irgendwo reinjoinen. Das ist halt der Vorteil. Okay, ich fange einfach mal an, dir reinzulabern. 3, 2, 1... Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Dragon Escape heute mal mit dem Brammen. Hallo. Ja, hallöchen. Hallo, der Brammen nimmt auch auf. In 5 Sekunden geht's los. Und der Brammen spielt das heute zum ersten Mal, also ich bin mal sehr gespannt. Ich spiele ja viele Jump Maps, aber mal gucken, ob er auch auf Zeit bringen kann. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich sofort rennen muss. Nur, also siehst du das, das dauert ein bisschen. Also du stehst. Guck, also wenn du jetzt hier hinguckst, ist der Drache da, ne? Und oben die lila Leiste, wenn die leer ist, geht's los. Und du musst in die Richtung rennen, okay? Okay. Gib alles. Ach so, so rum. Okay, alles klar. Okay. Ja, ja! Wir spielen noch mit irgendwie. Was passiert, wenn ich runterfalle? Bist du direkt runtergefallen? Ja. Wenn du runterfällst, ist für die Runde vorbei. Dann musst du warten, bis die Runde vorbei ist, dann geht's direkt gleich in die nächste Runde. Du bist jetzt nicht in der ersten Stufe runtergefallen, oder? Doch, bin ich. Eiskalt, ich bin direkt runtergejumpt. Du kennst die Level ja auch schon alle, wa? Ja. Es gibt eigentlich nur zwei Level, die man eigentlich immer wieder. Spielt. Das ist aber trotzdem, verliert es eigentlich nicht an. Also, es bleibt irgendwie trotzdem mal ganz cool. Du kannst jetzt quasi drüber fliegen und spaten. Dann kannst du die Level mal in Ruhe angucken. Ich bin gerade am gucken, wo der ungespielt hier rumchillt. Gerade in der unterirdischen. Doch, ich kann auch sagen, nee, kann ich nicht. Nee, du kannst gar nicht. Ich bin jetzt gerade, wo dieser Lavasee ist. Siehst du den? Ja. Und was ich nicht erzählt habe, dass man hat eine Axt im Inventar, damit kann man insgesamt viermal so einen Supersprung machen, der so ein bisschen weiter geht. Da kann man so eine kleine Abkürzung mitnehmen. Aber das war jetzt ein bisschen zu viel für den Anfang. Das musst du dann gleich mal ausprobieren, aber das ist, kann auch manchmal der Tod sein. Braucht man nicht, aber ist manchmal halt so ein kleiner. Also, der Drache ist immer voll langsam. Und du bist jetzt sofort, du bist ja gleich schon am Ziel. Und der ist ja gerade mal gucken, wo der ist, ey. Ist immer voll easy oder so, wenn er ein paar Mal gemacht hat. Ist das richtig? Ich ja, das erster sogar. Ja, ich bin jetzt habe ich den einen nochmal überholt. Oh, jetzt kommt meine absolute Hassstelle. Oh, okay, die hab ich geschafft. Okay, jetzt kommen die letzten Spiele. Hey. Oh! Nein, runterfallen. Okay, wenn ein anderer Typ jetzt auch weiterkommt. Aber der ist, glaube ich, gestorben. Und, dann. Ich bin jetzt schon gestorben, aber ich bleib trotzdem Erster, weil ich am weitesten gekommen bin. Und dann wäre es sozusagen der Sieg für mich. Und wenn du das jetzt öfters mal gespielt hättest, dann könnte man sowas machen wie Best of Three oder so. Wer in drei Runden am weitesten kommt oder so. Cool. Ja. Neue Runde. Und das wechselt immer, ja genau, es dauert jetzt maximal wieder 20 Sekunden oder so, keine Ahnung. Ja. Und
bin auch waiting for players, okay, wir müssen auch irgendwo starten. Und, ja, es wechselt immer durch eine Höllenkarte und der Karte. Ah, okay, ja, sehr gut. Genau. Und in 20 Sekunden geht's wieder los. Mega Premium natürlich, dass ich jetzt natürlich die Karten noch nicht kenne. Und danach, wenn ich jetzt gleich losrenne, erstmal direkt wahrscheinlich wieder in den zweiten Abgrund springe. Ja, die Karte jetzt kommt, ist ein bisschen schwerer. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Sorge um dich. Aber dann ja, versuch ich mal. Ja, klar, ich meine, beim ersten Mal bin ich jetzt auch mega weit gekommen, muss ich ja mal so sagen. Ja, du bist einfach der Killer. Okay, siehst du, wo der Drache kommt, ne? Dann kannst du in die Richtung laufen. Aber pass auf. Hier sieht man nicht so viel, weil es halt Hölle ist. Ne? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Und manchmal stehen die ganzen Spieler halt in dir. Das ist auch nervig. Okay. Aber wenn es. Oh Gott! Nein! Okay. Nein! Nehmen wir mal davon an, du bist ziemlich weit gekommen, diese Runde. Ja, ich bin immer ein Zehnter, ja? Du kannst ja einfach. Du kannst ja einfach erstmal ein paar Runden so das Spiel kennenlernen und gleich aufnehmen, wenn du magst. Nein, weil Quatsch. Wir sind hier. Du Let's Play der ersten Stunde. Jeder Fail wird gezeigt. Also einfach okay. Wir gucken im Ungespielt nochmal zu, wer hier gerade am Durchrunnen ist. Hier der letzte Mal Fucker Joe. Okay, meint, der hat den längsten. Ja, das ist ein Gerücht. Das ist meine, aber es ist leider stimmt. Weißt du, Spaß, da hat er jetzt Glück halt, weil er die Map schon kennt. Aber so eine richtige Adventure-Map hast du auch noch nicht gespielt, oder? So eine Adventure-Map, die so auf Springen ausgelegt ist, eher selten. Aber können wir auch gerne mal zusammen machen, oder? Ich bin auch gerne mal bei sowas dabei. Ja, wenn wir die nächste Sprungmap anfangen, können wir da gerne mal so ein Projekt machen. Sind dann aber auch so 20, 30, vielleicht auch 40 Folgen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Okay. Okay, jetzt ist es halt immer, ob jemand weiterkommt, als gleich, wo ich war. Und dann. Aber ich glaube, der eine Typ kommt weiter. Achso, und da brauchst du. Man braucht aber nie den Eisenachsprung. Wie macht man den denn? Muss man dafür klicken oder Rechtsklick. Genau, rechtsklick und dann in die Richtung. Ah, okay, als erster. Rechtsklick und in die Richtung, in der man guckt. Ah. Aber so, das sind die beiden Maps, also mehr gibt's noch nicht. Das Gute an den Maps ist, die sind eigentlich ziemlich durchdacht. Das heißt, es gibt überall irgendwelche kleinen Geheimgänge, die man mit der Axt machen kann. Und die dich so ein bisschen zeitlich ein bisschen nach vorne bringen. Aber, ja, bis jetzt gibt's noch keine dritte. Okay, aber der Drache ist jetzt auch echt nicht so mega schnell, muss man einfach mal sagen. Ja, es schafft sogar, glaube ich, jemand das, die Runde. Wenn du, hier dieser Mine Reapers, wenn er jetzt nicht verbrennt. Ach, das war der komische Megasprung, den er gemacht hat? Genau, das war ein Megasprung, hat aber nicht gereicht. Okay, jetzt verbrennt er. Aber das Portal wäre das Ende gewesen. Cool. Meinst du, eine Runde geht noch? Ja, gerne. Eine Runde geht hier noch, auf jeden Fall. Jetzt hört euch da dran, der kleine Wichsdrache. Jetzt sagt er, so, jetzt weiß ich ja, wie das geht, ja? Jetzt habe ich Simon hier mal zwei Chancen gelassen, ja, jetzt rock ich. Jetzt rule ich und roll ich. Jetzt ist es ungefähr so wie bei, so wie bei Flobby Wally. Ne, wie heißt es noch? Flobby Wally? Blobby Wally. Flobby Wally. Ja, jetzt dreht er mal um. Jetzt führt er mich in seine Spielwelt. Ja, es geht in. Ah, es dauert diesmal 50 Sekunden. Ich kratze normalerweise immer die Sachen hier raus, aber du zeigst ja alles. Dann kannst du meinen Penis mal zeigen, weil den packe ich jetzt gerade aus. Moment. Hier. Wo meint er dich? Ey, da gibt's nichts zu lachen, guck mal. Das war klar, aber du stehst ja nicht hinter mir. Doch jetzt, hallo. Ja, nur weil ich einen Stringtergarten hab. Ach komm, ich finde dich das einfach. Das passiert mir ständig, muss man einfach mal so sagen. Aber echt ein cooler Spielmodus. Ja, du bist halt auch eine heiße Nudel. Ja, also, ich weiß, dass ich eine heiße Nudel bin. Ja, am Anfang ist es halt ein bisschen, ja, man kennt ja die Maps nicht am Anfang, ne? Aber gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall ganz geil gemacht. Also spiele ich öfters und es ist ganz lustig, wenn man das mit, sagen wir mal, das könnte man auch zum Beispiel mit dem ganzen Team Pete's mit mal spielen. Das kann man locker zu sechs spielen und sich da gegenseitig auslachen und so. Das ja, das dachte ich mir. Das ist ganz cool. Hui. Okay. Oh, okay, jetzt dann. Jetzt wirklich alle rein. Jetzt geht los. Mach. Jetzt, wenn du jetzt in der ersten Schlucht runterfällst, Junge, dann. Nein, in der ersten Schlucht falle ich jetzt nicht runter. Jetzt weiß ich ja, dass da ein Loch ist. Okay. Jetzt fällst du bei der zweiten Schlucht runter, ne? Wahrscheinlich, ja. Okay, los geht's. So, jump. Ich bin so gespannt. Wenn du an irgendeinem Sprung nicht weiterkommst, musst du die Eisenachs benutzen, ne? Ja, das dachte ich mir. Oh. Ich glaube nach oben, ups, rechts. Wie sieht's aus bei dir? Oh, alles cool. Okay. Still survive. Du hast den Drachen, ne? Ja, der Drache kann mir mal die Eier lutschen. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen! Okay. Bram, wenn du es jetzt hinter die Pyramide schaffst, also bis zur Pyramide, bis zum Sand.
Wo bist du? Wo bist du? Bram, beeil dich, wenn du es weiter schaffst, dann überholst du mich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich weiß gar nicht, ist da, wo und? Ich muss. Lauf! Oh nein! Ist da zurück und dann über die eine. Ah, und warte mal kurz, bist du vor mir? Nein! Ja, du bist vor mir! Du bist vor mir, du bist vor mir! Du bist Platz 8, ich bin Platz 10. Ah, ich hab richtig einen rausgeholt, ne? Richtig abgezogen. Ja, bei diesen Sprüngen muss man dann immer noch mal ein Stückchen zurück und dann darüber. Ah, okay. Ja, es ist halt am Anfang, ist halt ein bisschen, ne, muss erst reinkommen und dann läuft es auf jeden Fall richtig. Ah, mega cooler Mod, definitiv, und Spaß. Warum haben wir uns eigentlich noch nie so mit Minecraft beschäftigt? Das ist halt die coole Sache, bei Minecraft gibt es halt 1000 Sachen, die man machen kann. Und es ist halt sehr modfreundlich. Das ist echt ein richtig geiler Spielmodus. Finde ich also, geil. Ja, freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dein Zuschauer hat auch gefallen. Ja. Bestimmt. Ist auf jeden Fall mal sehr interessant gewesen, deine ersten Gehversuche hier auch dann zu sehen. Weil ich jetzt auf jeden Fall garantieren kann, das wird auf jeden Fall nochmal gemacht, weil das fand ich mega fett. Dragon Escape hier kann definitiv eine ganze Menge. Kannte ich vorher noch gar nicht. Hammergeil. Auf dem Server gibt es einige Schmodi. Also kannst du ja den Server mal in die Beschreibung packen, dann können die Leute sich das selber angucken. Also Mindplex. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich hab das Problem. Weil das Problem ist halt. Dafür gibt es wahrscheinlich zu wenig Server. Ja, das, aber ich meine, ihr könnt natürlich gucken, aber. Oder wahrscheinlich steht ja schon mal irgendwo. Ich hoffe mal, dass wir den Server jetzt nicht zum Absturz bringen. Das wäre nämlich sehr schade um dieses kleine Projekt. Das ist nämlich leider schon ein paar Mal aus Versehen passiert. Aber das war geil. Danke auf jeden Fall für diesen netten Einblick. Davon gibt es auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung. Ich schnapp mir dann wahrscheinlich ein paar Leute von uns oder so. Eventuell ersetzen wir damit ihr. Oder was heißt, ersetzen? Spielen wir. Na Quatsch, nicht. Die Adventure wird nicht ersetzt. Das wird stattdessen noch zusätzlich gespielt. PC Qualitätsoffensive 2014, ne? So sieht's aus. Bei dir läuft. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Schuh.